So, erstmal gucken hier. Das ist 1, 2, 3, 5. Das hören wir mal ab hier. Sieht ja komisch aus. Ach egal, lasse ich es in meiner Hand. Erstmal guten Tacho, Leute. Ich wünsche euch hier nochmal ein frohes neues Jahr. Und ja, ich bin mal wieder hier in meiner super Garage. Hat sich auch schon ein bisschen was getan hier, was ihr wahrscheinlich nicht sehen werdet, aber ist schon deutlich leer geworden, dafür an anderer Stelle wieder voll geworden. So ist halt, wenn man mal was auslagert und wieder neu einlagert. Heute geht es mal wieder um meine Harley. Und zwar habe ich ja auf Instagram und ich glaube sogar hier auf Facebook einen kleinen Post gezeigt. Ich habe mir ja zu Weihnachten für die Holly eine neue Auspuffanlage gegönnt. Da gehen wir mal eben hin. Und die werde ich jetzt in der Garage auspacken, Leute. Und dann kommt die da dran. Also, gehen wir mal rein. So, ich werde das jetzt erstmal rausholen, was da alles drin ist. Ich bin ehrlich, ich habe zwar den Karton schon aufgemacht, aber so richtig angeguckt habe ich mir die Auspuffanlage noch nicht. Es ist auf jeden Fall eine Freedom Performance mit dem Torque-Cut-System, also bei Torque-Cut gekauft. Vor Weihnachten, nee, sogar nach Weihnachten, glaube ich sogar, hat dann noch den Christmas Sale mitgenommen. Also jede Menge gespart und ja, ich schaue jetzt erstmal, ob alles dabei ist. Einzigste, warum ich die aufgemacht habe, ob diese Zulassungskarte dabei war. Jo, ist alles richtig. Mit natürlich meiner Fahrgestellnummer und der ganze Bums. Das hat schon mal gepasst. So, und jetzt gucken wir einfach mal hier rein, was da so alles drin ist. Genau, das sind so Schrauben, Schlauchschellen, das hatte ich da schon mal gesehen. Ziemlich gut verpackt das Ganze. Papier. Hier sehen wir auf jeden Fall schon mal die zwei Rohre. Was haben wir hier? Genau, so soll sie dann quasi aussehen. Ich bin mal gespannt, was ist da alles drin? Genau, Frontpipe, Rearpipe. Beide Schilde, Mounting Bracket, genau, weil das hatte ich beim schnellen Überflug nicht drin gesehen, also müsste auch eine Halterung drin sein. Schrauben, Oxygen-Sensor-Adapter, oh, da bin ich mal gespannt, weil ich habe ja ohne, also hoffentlich ist das dann verschlossen, das werden wir dann mal sehen. Long Black Plastic Tie Down, was ist denn das? Okay, ach so, ja, werden wir sehen. Erstmal hier alles frei. Sind denn dann die Hitzeschilder? Müssten ja schon drum sein, nur nicht fest. Ich hole die erstmal hier raus. Ist ja auch alles gut verpackt. So, was haben wir hier? Was haben wir hier? Bis jetzt habe ich noch keine Halterung gesehen. Ich habe da nämlich keine Lust zu basteln. Alter, ganz schön schwer. So, müsste ja auch, ach leck mich doch, müsste ja auch noch irgendwas sein, ja. Schon mal nicht. Auch nicht, da ist was. Jo. Genau, ja, perfekt. Das hatte ich gesucht. Also, was mir aber direkt auffällt, ich weiß nicht, ob man das im Video sieht, hier ist ja so eine Plakette drauf, ne? Alles schön und gut, aber da hätte man die nicht in der passenden Größe. Ich meine, sieht man nicht und eigentlich stört es auch nicht. Aber so lieblos hier dran geklatscht und verbogen. Also das könnte doch besser, oder nicht? Was soll das denn? Da hätte man einen halben Millimeter höher gehen können und dann wäre das hier nicht so unten dran gekratzt. Überall, wo was dran kratzt, kann die Beschichtung, Lack oder was auch immer das abgehen. Aber nun gut, ist Gott sei Dank nur die Halterung. Aber jo, danach hatte ich halt auch gesucht. Da muss ich dann gleich mal mit meiner Karte vergleichen, aber sollte ja alles das Gleiche sein. Genau. Gut. Dann packe ich den Schinken jetzt auch mal richtig aus, damit wir die mal sehen. Und dann fange ich an, gleich dort die alte Geschichte abzubauen. Ihr kennt es zwar, aber ich lasse es dann mal schnell Durchlauf laufen, weil ich glaube, viel interessanter ist das, die Anlage dran zu bauen. Genau, hier haben wir noch meine Vance & Heinz, die hier neben meinem ganzen Müll steht.
Dann habe ich ja die Auspuffanlage, also die 2 in 1 mit dem Miller-Auspuff ist jetzt noch über. Und ich habe mir ja mal was gekauft. Ach, das kriege ich jetzt gar nicht mehr zusammengewürfelt. Ist aber eine komplette Originalauspuffanlage, auch von der Softail bis 2007. Mit Hitzeschutzschildern und Krümmern und Auspuffhaltern, die kann ich dann auch noch veräußern. Dann habe ich ja quasi das ja schon fast wieder drin. Leute, gut, ich packe jetzt erstmal aus, mache erstmal den Müll hier weg. Dann sehen wir uns gleich. Alles hier schön, dass nichts irgendwie den Boden berührt. Immer noch diese Anleitung da, die ganzen Schellen hier. Muss ich jetzt mal gucken, wie, wofür was hier ist. Aber ich glaube, dass ich hier auch schon... Ne, ich sehe doch kein Problem. Und zwar stand da hier auf dem Zettel Adapter für Lambda und der ganze Bums. Und was ich hier drin sehen kann, sind einmal die Adapter von groß auf kleinere Lambda-Anschlüsse und ich meine sogar Verschlussschrauben, diese hier, aber das packen wir gleich aus. Ja, muss ich mir mal eben ein Messerchen organisieren oder irgendwie was. Komm, die reißen wir mal so auf. Boah, wie konnte ich jetzt nur einen Monat damit warten, Leute? Ich kann es gar nicht verstehen, aber es war einfach zu kalt. Und wir haben jetzt immer noch 4 Grad, also... Das ist ja wie Weihnachten. Das ist ja wie Weihnachten. Ich pack das mal eben schnell aus hier. Ich habe keine Lust, die ganze Zeit die Kamera zu halten. Hab natürlich meine Kopfhalterung mal wieder irgendwo verschlammt. Und das ist die gute Anlage. Endlich mal wieder ein paar ordentliche Rohre mit schönen Hitzeschutzschildern. Jetzt drehe ich den Bums mal um. Genau. Das ist also Freedom Performance. Da sieht man noch Schweißnähte. Wahrscheinlich hier drin wird ja irgendwo dieses Torcut-System sein. Hinten am Ende. Ich versuche die auch mal ordentlich zu drehen, ohne dass sie irgendwo gegenkommt oder gegenkratzt. Genau, das werden die Halterungen sein. Da bin ich mal gleich gespannt, wie das alles passt mit den Schrauben. Ja, da muss ich gleich mal gucken. Genau, irgendwo hier hinter, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, da werden die Schlauchstellen drum gebunden. Da eine, hier eine, da müsste hier oben noch eine sein. 1, 2, 3 Stück. 6 Stück an der Zahl. Da sind ein paar mehr drin, das ist ganz gut. Ein paar ordentliche Schrauben. Ein Auspuffhalter, Leute, ich muss nichts zusammenprutschen und nichts basteln, das gefällt mir schon mal. Ich hatte schon Angst, dass da keine Auspuffhalterung bei ist, aber so ist das, wenn man nicht richtig guckt. Jo. Dann schauen wir uns den ganzen Dries mal an hier. Warte mal, erstmal gleich gucken. Aber müsste eigentlich alles richtig sitzen. So. Dann hole ich erstmal hier alles raus. Mach da die Blindstopfen rein. Dann die ganzen Schlauchschellen drumherum. Und dann kann ich mich eigentlich schon um die alte Auspuffanlage da kümmern. Mit meinem neuen Harley-Werkzeug, was ihr gleich noch sehen werdet. Jo. Das ist hier mal mein neuen Werkzeugkoffer. Extra Zollwerkzeug. Habe ich zu Weihnachten geschenkt gekriegt. Genau, diese Lambda-Anschlüsse müssen wir jetzt verschließen. Da waren auch schon diese Adapter plus die Blindstopfen dabei. Die werden wir jetzt hier schön draufballern. Ja, jetzt mal gucken, irgendwie hier gewindemäßig. Ja. Dass hier halbwegs gut geht. Irgendwie funktioniert mir das hier nicht so ganz so geil. So, nehmen wir mal hier Werkzeug raus. Müssen wir mal eben schauen, was brauchen wir dafür? Weiß gar nicht. Nee. Auch noch zu klein. 3/4. 3/4 passt. Na gut, so geht's einfach. Relativ einfach. Ja, ich schraube dann mal kurz. Ging gar nicht mal so ultra leicht.
Aber wir kennen ja amerikanische Verarbeitungsqualität. Ne? Muss ich wieder auf die Schweißnähte hinweisen? Nein, am besten nicht. So, die sind drin. Dann kommen jetzt nur noch die Blindstopfen hier drauf. Bin mal gespannt. Aber die sind halt auch, die Köpfe zum Schrauben sind halt sehr dünn. Genauso wie bei denen hier, den Adaptern. Aber egal, die prügel ich jetzt auch noch rein. Dann haben wir das schon mal erledigt. So, was haben wir noch alles für Schrauben? Jetzt müssen wir mal durchschauen hier. Okay, warum ist hiervon nur eine Schraube dabei? Das weiß ich nicht. So, wir haben die ganzen Schlauchschellen, die sind ja klar. Das ist ja selbsterklärend. Dann haben wir hier, das werden glaube ich die Schrauben sein, die durch die Auspuffhalterung gehen und in die Halle reinkommen. So, dann müssten wir hier zwei Stück haben, genau. Flachkopf mit Vierkantmutter, die hier hinkommt für die Auspuffhalterung, genau. Und die, ja keine Ahnung, wofür die sein soll. Die wird wahrscheinlich übrig bleiben. Ich wüsste jetzt auch noch nicht, wofür die sein sollte. Aber spielt auch keine Rolle. So, machen wir jetzt erstmal die Schlauchschellen da drum rum. Ist halt dadurch, dass das hier breiter ist, das Auspuffrohr, habe ich hier kaum Möglichkeit, irgendwie hinter zu gucken. Aber dadurch, durch die ganzen Spiegelungen hier in dem Metall und Chrom, kann man es ungefähr sehen. So, hier haben wir überall die Schlauchschellen dran, die sind alle festgezogen. Jetzt kann ich eigentlich, würde ich sagen, schon die Auspuffhalterung, obwohl ne, ich mache die einzeln dran und mache die Auspuffhalterung dann. Wir kümmern uns jetzt erst um die alte Anlage, die bauen wir schnell ab, schieb die Harley rein, baue den alten Kram ab. Und genau, dann machen wir das Neue dran. Dann sind wir eigentlich auch schon durch. Dann können wir eine kleine Probefahrt machen, obwohl es arschkalt ist. Zur Waschstraße wollte ich fahren, aber das werden wir dann noch alles sehen. Den Kollegen da lösen, meine selbstgebaute Auspuffhalterung, und dann fällt das Ding schon auseinander. Das war schon alles. Ich glaube, das Dranbauen der neuen dauert länger als das Abbauen der alten. Gut, ich muss dann hier noch die Auspuffhalterung wechseln, aber seht ihr gleich.
So, ich habe schon mal die Auspuffhalterung dran gemacht. Ich hoffe, dass sie so weit richtig rum ist. Ich hatte die nämlich erst nach unten und dann dachte ich mir, dann kann ich ja gar nicht mehr rechts rumfahren, also muss die ja wohl nach oben. ja, werde mich jetzt hier um die Auspuffschellen kümmern. Die habe ich natürlich auch beim alten abgemacht. Dafür habe ich dann, wo ist denn der Brief, habe ich euch eben gezeigt, die Ringe. Das werde ich dann jetzt eben auf den neuen Töpfen montieren. Und dann können wir die auch schon dran klatschen. Das sind dann nochmal 2, 4, 6 Schrauben noch. Noch 6 Schrauben. Theoretisch. So, der vordere ist dran. Passt doch genau hier mit der Halterung. Machen wir die noch eben fest und dann machen wir den hinteren und dann sind wir schon durch. So, liebe Gemeinde. Es ist vollbracht. Sie ist drauf. Ich glaube auch, dass ich die Spaltmaße halbwegs hingekriegt habe. Ja. Dann würde ich sagen, ich glaube, dass das hier alles gut aussieht. Nirgendwo scheuert etwas. Sieht zumindest so aus. Würde ich sagen, machen wir mal an, der Gerät, oder? Mikrofon platziere ich mal schön am Auspuff unten. Leute, richtig, richtig geil. Ich freue mich gleich auf die Probefahrt. Da sehen wir uns gleich wieder. So, erste Fahrt mit der neuen Auspuffanlage. Und hört sich auf jeden Fall ganz anders an als meine 2 in 1 mit Miller Endtopf. Nicht so tief, nicht so bassig. Aber ich habe das Gefühl, die ist ein bisschen lauter oder vielleicht liegt es auch nur daran, weil die ein bisschen helleren Ton hat. Da kommt direkt Schnittlauch. Aber die sagen schon mal nichts. Aber so jetzt bei Geschwindigkeit höre ich es aber auch nicht. Ähm,
Hauptsächlich habe ich es auch wegen der Optik gekauft und damit ich hier meine Füße nicht mehr verbrenne, beziehungsweise naja, wenn ich hier jetzt drankomme, ist ein Hitzeschutzschild, die Schuhe schmelzen nicht mehr. Das war zumindest so mit einer der Hauptgründe, vom Sound her nicht, weil da war ich ja nicht zufrieden mit dem Miller-Ding. Wobei ich sagen muss, bei dem Miller hatte ich aber auch einen anderen dB-Killer drin, dieser Sport, der ein bisschen mehr Durchlass hat. Ich glaube, mit dem Original hörte sich das genauso an wie hier. Also ich glaube, da mit dem richtig dünnen Röhrchen bei dem Miller-Endtopf war es, glaube ich, ziemlich identisch. Bin mir aber auch jetzt nicht mehr ganz sicher. Egal, das sind die ersten 4 Kilometer, also erstmal schauen. Erstmal gucken, ob es auch sitzt, alles, ob alles fest ist. Wir halten gleich mal an und gucken uns das Gerät nochmal an. Oder beziehungsweise ich gehe jetzt erstmal Motorrad waschen. Ganz schlau, Leute. Hab ja gerade gewaschen hier, von darüber gespritzt. Nein, auf der Mülltonne war mein Helm, der ist komplett nass. Ja, wieder richtig geil von mir. Ja. So, dann starten wir mal wieder das ganze Ding hier. Und dann schauen wir mal. Startet er jetzt mit Schok? Weiß ich noch gar nicht. Bin ja so viel noch nicht gefahren. Ist schon geil. Ist ein anderer Sound auf jeden Fall. Aber ist nicht leise. Man hört das Ding auf jeden Fall. Man hört das richtig gut. Aber jetzt auch nicht übertrieben. Also ist jetzt keine China-Brilltüte oder so. Oder eine US-Brilltüte. Nicht mehr, ist ja dank Torcut beschnitten. Jetzt muss ich mal gleich eben einen Ort finden, ich weiß doch wahrscheinlich schon wo ich mal eben Handy aufstellen kann oder auch die GoPro in den Helm oder was. Und dann mache ich ein kleines Flyby, damit ihr da von außen auch noch mal ein paar Eindrücke habt. Und jo. Dann zum Abschluss gleich die Flyby-Videos von außen beim Vorbeifahren und der ganze Gries. Und dann sage ich jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Und danke an Torcut, also FMC, für den schnellen Versand und all das. Die kamen recht richtig zügig an, war alles ordentlich verpackt. Einzigste Manko, was ich habe, ist, dass man dieses Typenschild so knapp da drauf gepresst hat, dass es sich ein bisschen verbogen hat. Ist nichts Schlimmes, aber dann denke ich mir, wenn man das schon macht, dann mach es doch ganz ordentlich, weil ich glaube, sonst macht der gute Uwe und sein Team da schon alles ordentlich. Tut aber jetzt keinen Abbruch, also verschlechtert jetzt die Anlage nicht in der Qualität oder sonst wie was. Sonst war alles tippitoppi, bis jetzt zumindest. Ich fahre ja gerade die ersten 10 Kilometer und kann mich nicht beschweren. Alles an Material war dabei, die Papiere waren dabei, alles ordentlich. Von daher bin ich bis jetzt zumindest zufrieden. Mal gucken, wie die nächsten Kilometer sind. Aber wir sehen uns dann im nächsten Video, Leute. Und genau, eins noch zum Abschluss. Leute, vielen... Oh, was denn jetzt? Was denn jetzt? Oh, was denn jetzt los? Na, irgendwie hat die was. Wer hat die jetzt Wasser abgekriegt? Da hat er gerade, weiß ich nicht, Zündaussetzer oder so. Wahrscheinlich habe ich mit dem Wasser da zu sehr drauf gehalten. Wenn da jetzt nichts weiter ist, dann werde ich das Thema jetzt hier nicht weiter thematisieren. Leute, genau zum Anfang des Jahres, also wir haben ja noch Januar, aber kurz nach Neujahr haben wir hier die 1500 Abonnenten-Marke geknackt. Dafür erstmal vielen, vielen Dank. Ich werde mir ein bisschen Gedanken machen, weil 1500 Abonnenten muss ich mit euch wieder so ein bisschen feiern.
mal schauen, was wie wo. Und aber trotzdem wollte ich es jetzt nicht unerwähnt lassen. Es ist nichts Selbstverständliches. Leute, vielen, vielen Dank dafür, für den ganzen Support. Und das Jahr fängt jetzt an. Und ich habe auf jeden Fall wieder einige Themen im Kopf und werde einiges ein bisschen anders machen. Aber das werdet ihr dann in Zukunft sehen. Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, bleibt auf dem Bike, nutzt das schöne Wetter, auch wenn es ein bisschen frisch ist. Wenn ihr jetzt nicht gerade Saisonfahrer seid, dann nutzt die Chance, bei so geilem Wetter rauszukommen. Und es ist einfach Seelenheilung. Bis zum nächsten Video, Leute. Haut rein! Geiles, Leute.